Philisters Kopf und brachte ihn nach Jerusalem. Und inwieweit ist das belegt? Also aufgrund der historischen Fakten einerseits und der großen Zeitdifferenzen andererseits ist die biblische Geschichte David und Goliath sehr wahrscheinlich eine Spätfassung der ägyptischen Sinai-Erzählung. Die spätere Übertragung in die Bibel und die Veränderung sollte möglicherweise den Helden David nur noch stärker hervorheben. Und vergessen wir nicht, auch das möchte ich noch einmal erwähnen, dass auch die archäologischen Hinweise in Bezug auf die Supermonarchien von David und seinem Sohn Salomon dafür sprechen, dass die Geschichte, so wie die Bibel sie uns lehren will, wohl eher in das Reich der Mythen und Legenden gehört. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die späteren Schriftgelehrten einfach nur die Namen ausgetauscht haben und die Geschichte dann als ihr Kulturerbe beschrieben haben, was aber offensichtlich eine Lüge ist. Ein weiteres Beispiel, das hierzu auch sehr gut passt, ist die Geschichte um die drei Weisen aus dem Morgenland. So, Jan, war dir das jetzt ausführlich genug? Ja, das war schon ganz gut. Also so in der Art hatte ich mir das auch vorgestellt. Aber Stefan, kannst du uns noch auch etwas über diese drei Weisen aus dem Morgenland erzählen? Das habe ich mir gedacht. Aber das tue ich auch gerne. Die berühmte Geschichte von den drei Weisen, die aus dem Morgenland kommen, um dem neugeborenen Jesus ihre Hochachtung zu erweisen, zählt zu den bekanntesten Erzählungen in Verbindung mit der Geburt Jesu. Auch hier gibt es aber klare Übereinstimmungen zwischen dem ägyptischen Pharao Tutanchamun und dem biblischen Jesus. Denn diese Erzählung stammt ursprünglich aus Ägypten. Das belegen Darstellungen aus dem Tal der Könige. Dort fand man ein Kästchen mit mehreren kleinen goldenen Tafeln mit den Namen von Tutanchamun und Aye. Auf einer dieser Tafeln befindet sich auf der einen Seite das königliche Zeichen für Aye und auf der anderen Seite eine Darstellung von drei Fremden, die ihre Hände in Ehrfurcht vor dem Namen des Königs erheben. Das könnte ja gut passen. Der erste dieser Männer ähnelt einem typischen Syrer von der Mittelmeerküste. Bei dem zweiten handelt es sich um einen Mann aus dem Sudan. Und der dritte dieser drei Männer gehört einer weißen Volksgruppe aus dem Norden an und könnte somit ein Libyer sein oder von einer der Inseln im Mittelmeer stammen. So findet sich also eine Darstellung der drei in der Bibel genannten Volksgruppen, Shem, Ham und Japhet, die ursprüngliche Verkörperung der drei Weisen als Vertreter der damals bekannten Völker der alten Welt. So, Jan, was sagst du dazu? Tja, da ist man sprachlos. Die haben ja echt gemogelt und gelogen, was das Zeug hält. Ja, und das nicht zu wenig. Ja, aber das Schlimme ist doch, Stefan, dass sie es immer noch tun, ja? Und dass man ja schon unseren Kindern diese ganzen Lügenmärchen auftischt, die sie dann wiederum ihren Kindern erzählen, ja? An und für sich ein kluges Prinzip, und es ist ja auch altbekannt, man muss ja eine Lüge nur immer wieder wiederholen, bis sie dann irgendwann als Wahrheit feststeht. Ja, da hast du absolut recht. Und Jan, überleg mal, die Herren Lug und Trug waren oftmals die Co-Autoren der früheren Schriftgelehrten. Und diese sich mit fremden Federn schmücken, das wäre genauso, wenn in ein paar Jahren jemand daherkommt und eines deiner Bücher neu veröffentlichen würde und sich als Autor ausgibt. Ja, das finde ich natürlich nicht so gut, ganz klar. Aber Stefan, die gleiche These hast du ja auch im Falle der Person Jesus aufgestellt. Auch hier versuchst du in deinem Buch den Nachweis zu erbringen, dass auch im Fall des sogenannten Gottessohnes, der Christen, die Geschichte ja, aus dem alten Ägypten entlehnt wurde. Ja, und das hat natürlich für sehr viel Wirbel gesorgt. Vorweg möchte ich dazu sagen, dass ich an die Sache rein wissenschaftlich und historisch herangehe. Tatsache ist, dass es für einen historischen Jesus keinen nachhaltigen Beweis gibt, der sein Leben und Wirken bestätigt. Auch wenn die Kirche etwas anderes behauptet. Aber gerade die römische Kirche hat es ja seit Anbeginn ihres Wirkens glänzend verstanden, historische Tatsachen zu verdrehen. Und das betrifft insbesondere das Leben und Wirken Jesu. Heißt das, dass du denkst, dass es einen historischen Jesus, also die Person, gar nicht gegeben hat? Nein, das habe ich nie behauptet und auch nicht geschrieben. Ich denke schon, dass es einen historischen Jesus gegeben hat. Die Frage ist, wann er gelebt hat und welche Bedeutung wir ihm wirklich zuschreiben können. Ich sehe aber eher eine Verbindung zwischen einem historischen Jesus und den Hohepriestern des alten Ägypten und dass sich sein Leben und Wirken sehr viel früher abgespielt haben könnte. Wann auch immer Jesus gelebt haben mag und falls er diese hohe Seelenreife und Vollkommenheit erreicht hat, so wurde er nach okkulten Lehren geschult, wie auch viele andere Meister verschiedener Epochen geschult wurden. Diese jahrelange Schulung fand meines Erachtens in Ägypten statt. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass es in dieser Zeit hohe Priester gab, die auf der Erde inkarniert waren und diese hohe spirituelle Reife schon besaßen.
Die einzigartige Lehre, die durch oder eben in Zusammenhang mit dem Mysterium Jesus in die Welt getragen wurde, ist zweifellos vollkommen und einzigartig. Das möchte ich ganz klar unterstreichen. Ich stelle auch keinen Absolutheitsanspruch, was meine These betrifft. Dennoch, selbst die These, dass er das Kreuz überlebt haben könnte, nach Indien oder Frankreich ging, oder dass er beispielsweise verheiratet war und sogar eigene Kinder hatte, ist für mich plausibler als all das, was die späteren Bibelautoren aus den Informationen, die sie über den wundersamen Jesus erhielten, geformt haben. Und die Kirche von heute ist sicherlich nicht die Kirche, von der Jesus einmal geträumt oder geredet hat. Ich bin sicher, würde er heute leben, wäre er weder in der einen noch in der anderen Kirche. Seine wirkliche Lehre wurde von der Kirche nie verstanden. Sie wurde von ihr missbraucht, verfälscht und entweiht. Wie dem auch sei. Ich habe in meinem Buch den Beweis angetreten und ich denke, dass sehr vieles davon sehr schlüssig ist. Tatsächlich klingt einiges hier sehr schlüssig. Aber Stefan, du weißt ja, dass ich in diesem Punkt weiterhin sehr skeptisch bin. Dennoch muss ich zugeben, dass wir bei einer unserer Reisen nach Kairo auf etwas sehr Interessantes gestoßen sind. Ja, und das sind wir ja auch. Du meinst wahrscheinlich die Sache mit Dr. Iskander, dem Mumifizierungsexperten. Genau. Und das, was wir dort im Labor von Dr. Iskander erfahren haben, ja, das war schon hochinteressant. Es war ja doch so, dass er ein Verbot erhalten hatte von Regierungsseite, ein genetisches Gutachten von der Mumie Tutanchamuns zu erstellen. Und das war nämlich ungewöhnlich, da er ja bei allen anderen Mumien dieses genetische Gutachten erstellen konnte. Ja, aber das hier ausführlicher anzusprechen, würde doch etwas zu weit führen. Und ich habe das in meinem Buch ja auch getan. Aber Jan, lass mich noch ein paar Sätze zu Jesus und seinen möglichen Wurzeln sagen. Es gibt noch zahlreiche Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen zwischen dem biblischen Jesus und Tutanchamun. Bereits durch die Beleuchtung der zentralen Fragen habe ich in meinem Buch verdeutlicht, dass sehr viel dafür spricht, dass Jesus bereits viele Jahrhunderte früher gelebt hat und es sich bei dem biblischen Jesus und eben Tutanchamun um ein und dieselbe Person handelt. Hier schließt sich auch der Kreis meiner Thesen, die zudem durch die Ungereimtheiten um die Untersuchung der Mumie Tutanchamuns durch Dr. Iskander bestätigt werden. Es ist wirklich sehr naheliegend, dass Tutanchamun die historische Figur ist, die sich in Wahrheit hinter dem biblischen Jesus verbirgt. Denn es ist schlüssig, dass Tutanchamun, also Jesus, Hebräer war oder zumindest nur Halbägypter. Denn sein Vater war Echnaton, der biblische Moses, und dessen Mutter war Teje, die ihrerseits Juyas, das war der biblische Josef, Juyas Tochter und somit ebenfalls nur Halbägypterin war. Und das alles spielte sich, wie ich bereits erwähnt habe, in der 18. Dynastie ab, also in der Zeit zwischen etwa 1580 bis etwa 1314 vor Christus. Also mindestens über 1000, also etwa 1300 Jahre vor der Geburt Jesu, wie es die Bibel heute lehrt. Und Jan, stell dir einmal vor, was das für die christliche Welt bedeuten würde. Allerdings, und es hätte vor allem aus religiöser Sicht dramatische Folgen oder einschneidende Folgen. Genau. Umso verständlicher ist, dass es verschiedenen Gruppen ein wichtiges Anliegen ist, die Wahrheit um die biblischen Hauptdarsteller, also Abraham, Josef, David und Salomon, Moses und Jesus, auch weiterhin zu verbergen. Hier ziehen alle mosaischen Religionen an einem Strang. Und ich bin davon überzeugt, dass es sogar eindeutige schriftliche Überlieferungen gibt, die meine Schlussfolgerungen bestätigen würden, die aber der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Was soll man dazu sagen, Jan? Du, ich erinnere mich jetzt gerade an Worte von John Anton West, einem der großen Forscher rund um die Pyramiden, den ich in den vergangenen Jahren immer wieder in Kairo getroffen habe. Der hat einmal gesagt, die religiösen Gelehrten, egal ob es sich dabei um Christen, Juden oder Moslems handelt, weigern sich mit aller Macht zuzugeben, dass eine wesentliche Quelle ihrer jeweiligen Glaubenslehre in Ägypten zu finden ist. Da hat er doch den Nagel auf den Kopf getroffen, oder? Tja, was will man da sagen? So sieht's wohl aus, ne? Ja, traurig, aber wahr. Und wenn man nun bedenkt, was uns heute alles erzählt wird, ja, und es beginnt ja bereits in der Kindheit, da muss man ja bei fast allem, was uns da als wahr verkauft wird, zweifeln. Vor allem, man fragt sich ja, was kann man denn überhaupt noch glauben? Wichtig ist doch, wie auch du es ja in deinen Büchern immer wieder gesagt hast, dass wir mehr hinterfragen und auf unsere innere Stimme hören sollten. Es ist natürlich abenteuerlich, wenn man die Leichtgläubigkeit vieler Menschen sieht. Und das beginnt ja, wie du schon treffend gesagt hast, in unserer Kindheit. Und genau das hat mich irgendwann auch wütend gemacht.
all diese Lügen in Politik, in Geschichte und Religion. Und das war ein wesentlicher Grund, warum ich angefangen habe zu schreiben. Genauso wie man eine Diktatur aufrechterhält, funktioniert es auch mit den meisten religiösen Ideologien. Es ist demnach notwendig, Anhängerschaften und Völker so lange mit Lügen zu bearbeiten, bis sie diese Lügen für Wahrheiten halten. Ja, und das funktioniert ja bestens. Ja, leider. Jan, für mich ist es erschreckend zu sehen, wie gleichgültig, leichtgläubig und ignorant und vor allem unwissend heutige Wissenschaftler zum Teil sind und was an Hochschulen, Universitäten und Klassenzimmern zum Teil für einen Unfug erzählt wird, von Theologen ganz zu schweigen. Ganz zu schweigen auch von PISA-Studien, die belegen eigentlich etwas ganz anderes als nur den schlechten Bildungsstand unserer Kinder, nämlich die Ohnmacht, die inhaltliche und pädagogische Wertlosigkeit, mit der heute unterrichtet wird. Die Kinder, unsere Kinder, sind immer das schwächste Glied in der Kette eines Volkes. Auf der anderen Seite, und das dürfen wir nie vergessen, sind sie aber unsere Zukunft. Ja, es ist ein altbewährtes machiavellistisches Prinzip. Und da arbeiten die Diktatoren, politische und religiöse Köpfe alle nach dem gleichen alten Erfolgsrezept. Aber Stefan, es wäre doch kaum auszudenken, was passieren würde, wenn all diese Lügen plötzlich ans Tageslicht kommen würden. Ja? Dann würden sich vor allem die mosaischen Religionen auf lange Sicht, also meiner Meinung nach, nicht mehr halten können. Ja? Und wie war es mit den großen Kulturen, Ägyptern, ja, den Griechen oder den Römern zum Beispiel? Ja? Die sind auch langsam aber sicher untergegangen. Ganz genau. Aber ich denke, das ist ein Prozess, der bereits begonnen hat. Es gibt eben keine lineare Entwicklung. Das wird insbesondere durch die gerade genannten Kulturepochen und ihren zyklischen Auf- und Untergängen bestätigt. Und so war es sicherlich auch im Falle von Atlantis, da bin ich mir ganz sicher. Und das betrifft natürlich auch die den entsprechenden Kulturepochen begleitenden religiösen Ideologien. Das ist ganz wichtig. Auch sie unterliegen den zyklischen Gesetzmäßigkeiten. Und aus diesem Grund können wir auch gewiss sein, dass die Illuminaten nur eine zyklische Erscheinung sein werden. Auch sie werden irgendwann nur noch ein alter Teil der Geschichtsschreibung sein, mehr nicht. Ja, da bin ich deiner Meinung, Stefan. Und genau das sollte uns auch in der heutigen Zeit Mut und Kraft geben, nämlich alles in einem ganzheitlichen Plan zu sehen. Ja, aber wir müssen natürlich etwas dafür tun. Die Wahrheit fällt uns nicht in den Schoß. Die müssen wir uns mit Fleiß und Mut erarbeiten, manchmal auch erkämpfen. Heute sind doch die meisten Menschen mit halben Wahrheiten zufrieden. Die vielen Lügen in den mosaischen Religionen, in der Geschichte, in der Politik sind doch nur ein Beispiel dafür. Und die meisten Menschen wissen doch, ja, sie wissen es und fühlen es auch, dass da etwas nicht stimmt. Aber irgendwie geben sie sich mit halben Wahrheiten zufrieden. Sie lassen sich im Grunde belügen und sie wissen es auch. Und das ist gar nicht mal Unwissenheit, Jan. Das ist die Ignoranz, von der ich sprach. Und diese Ignoranz, die macht mich wütend. Aber Stefan, was sind denn halbe Wahrheiten? Na, die gibt es eben nicht. Genauso wie es in der Politik nicht rechts oder links gibt. Es gibt nur wahr oder falsch. Dazwischen gibt es nichts, aber auch gar nichts. Unser Universum ist ein ganzheitliches Konstrukt, ein lebendiges Wesen, das eben nur nach verschiedenen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und genau aus diesem Grund bestimmen eben wir selbst unser Schicksal. Nur wir selbst. Und die Menschen müssen langsam begreifen, dass sie selbst ein Teil dieses göttlichen Funkens sind und diesen göttlichen Funken in sich tragen, dass sie selbst göttlich und unsterblich sind. Und wie hat es mal ein alter Weisheitslehrer passend ausgedrückt? Ihr wollt sehen, wie Gott aussieht? Geht und schaut in einen Spiegel und ihr seht Gott direkt ins Gesicht. Eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu einem höheren Bewusstsein ist die Angst. Und genau nach diesem Prinzip arbeiten doch die Religionen seit Jahrtausenden und das leider auch sehr erfolgreich. Und sie sind meiner Meinung nach das größte Hindernis für die Menschen, eine höhere Bewusstseinsstufe zu erklimmen. Und würden sie ihren Anhängern die Wahrheit sagen, zum Beispiel über die wahre Lehre Jesu oder zum Beispiel über die Wiedergeburt und all die anderen vielen Unwahrheiten, die sie bis heute ihren Anhängern verkaufen, würden sie von heute auf morgen überflüssig sein. Ja, das sehe ich auch so. Wir brauchen nicht irgendeinen der vielen Götter des Alten Testamentes oder Propheten, Priester oder Kardinäle, ganz zu schweigen von anderen Würdenträgern, die sich als Vertreter Gottes auf Erden sehen. Das ist doch wahre Blasphemie.
Und all die gerade genannten arbeiten doch seit Jahrtausenden